du bist mir wichtig, ich sehe den Wert, den du für mich hast und ich finde es das schön, dass du Teil meines Lebens bist. Das kann ja auf verschiedene Weisen passieren. Auch wenn du Arbeit reingesteckt hast und ich habe gesehen, dass du Arbeit reingesteckt hast und trotzdem habe ich nicht das Gefühl gehabt, nicht mehr das Gefühl gehabt, dass das jetzt für mich war. Also, wer ist dran, du oder ich? Weiß ich nicht, aber mach du gerne. Okay, also wie man sieht, bin ich nicht in Hamburg. Ich bin zu Hause bei meinen Eltern im schönen Schwarzwald. Und ich habe die letzten Tage eine, oder nicht die letzten Tage, sondern eher die letzten Jahre habe ich eine Bemerkung gemacht. Und zwar, dass wir alle so eine Tendenz haben zu so impulsiver Aggressivität. Und damit meine ich wirklich, naja, also was heißt alle? Ich, doch alle. Alle meine Familienmitglieder, also vom inneren Kern der Familie, haben das. Also, dass sie irgendwie eine Frage nicht so gut finden und dann reagieren sie irgendwie ein bisschen aggressiv oder ein bisschen pissig drauf. Und das ist mir die letzten Tage auch mal wieder so in Erinnerung gerufen worden, weil ich es mal wieder vor meinen eigenen Augen gesehen habe. Und ich möchte einmal betonen, ich schließe mich da auf keinen Fall aus. Ich bin genauso. Und das ist tatsächlich eine Sache, die mich sehr an mir nervt, wo ich so denke, muss das unbedingt sein? Nein, wahrscheinlich nicht. Naja, auf jeden Fall habe ich dann in letzter Zeit gemerkt, dass sich diese Aggressivität auch sehr gegenüber meiner Mutter äußert. Und finde ich natürlich sehr schade, weil ich finde, das hat niemand verdient. Und sie ist deine Mutter? Und es ist meine Mutter, aber jetzt unabhängig davon hat das kein Mensch verdient. Oder die meisten haben es nicht verdient. Und es ist ja auch ein Ausdruck von, dass jemand für die getanen Sachen irgendwie manchmal auch keine Wertschätzung bekommt. Ich kann ein Beispiel nennen. Und zwar letztens hatten wir die Situation, dass ich gekocht habe. Ich habe eine Gemüselasagne gemacht. Mein Bruder meinte so, ja, ich bin aber nicht vegan. Ich will, hallo Roman an dieser Stelle. Ich will auch was mit Fleisch oder Fisch oder so. Können wir nicht eine Fischlasagne machen? Also er hat nicht gesagt, dass er es machen könnte, sondern er hat gesagt, können wir, also im Sinne von meine Mutter oder ich. Und meine Mutter war dann erst so, ja, aber wir haben nur Seelachs, das ist nicht so geil mit Seelachs, wenn wir jetzt eine Lachslasagne machen. Und dann hat sie aber nachgeguckt oder hat dann irgendwie so gesagt zu mir, meinst du nicht, du könntest eine Lachslasagne machen, obwohl sie ursprünglich gesagt hatte, nee, machen wir nicht. Und er hatte damals so richtig pissig reagiert und ich war dann schon so. Warum? Und meine Mutter hat dann aber trotzdem irgendwie so ein bisschen eingelenkt und hat dann irgendwie gesagt, ja, lass es uns doch machen. Also nur um ein Beispiel zu nennen. Und eine weitere Sache, die mir auch die letzten Jahre aufgefallen ist, dass manchmal in meiner Familie, wenn man versucht, eine schöne Geste zu machen, dann wird eine gewisse Perfektion erwartet. Und das heißt, keine Ahnung, also zum Beispiel, ich mache jetzt eine Lasagne oder ich koche für jemanden was und dann ist es halt nicht perfekt geworden und dann wird anstatt die Geste zu schätzen, dass ich was gekocht habe, er wird dann kritisiert, dass es nicht perfekt schmeckt. Genau. Und das sind so zwei Dinge, die mich, glaube ich, also das sind keine richtigen Geschichten, aber tatsächlich zwei Sachen, die mich sehr interessieren würden, weil ich merke, dass diese Form von Wertschätzung oder auch diese Kritikübung, was es im zweiten Teil ja ist, mich sehr interessieren und das sind so Punkte, an denen ich bei mir selbst arbeiten möchte. Punkt. Fertig. Ausrufezeichen. Nice, also ich finde diese Beobachtung sehr interessant. Wir sollten mal drüber reden, wie du diese Dynamik durchbrechen kannst. Ich bin gespannt. Okay, Und du? also meine Geschichte hat wieder einen Namen. Ich nenne sie Menschen brauchen mich, aber nicht so wie früher. Ich liebe es, Menschen helfen zu können. Und sie fragen mich auch ständig nach Hilfe. Hilfe, Fotos zu machen, Hilfe bei einem Projekt, Hilfe bei Dingen, bei welchen ich mich besonders gut auskenne. Und eine Sache, die sich aus dem Bild ableitet, was andere über mich haben, nämlich dass ich immer so viel zu tun hätte, ist aber Hilfe, wenn es einem schlecht geht, danach fragen mich die Leute kaum noch. Vielleicht war das in der Schule auch ein bisschen einfacher, aber jetzt gibt es eigentlich nur noch eine kleine Auswahl an Menschen, die das regelmäßig tun oder überhaupt tun. Ich glaube, ein paar Leute haben das als Floskel verstanden, wenn ich gemeint habe, hey, wenn du Probleme hast oder es dir nicht gut geht, dann kannst du immer zu mir kommen. Ich werde für dich da sein, so gut es geht. Ich habe diesen speziellen Pass oder diese spezielle Aussage nur eine Handvoll Leuten gegeben, also wirklich wenigen. Und egal, ob sie sich überhaupt noch daran erinnern können, dass ich das gesagt habe, mir ist es wichtig, diesen Menschen
das zu signalisieren, dass ich diese Bereitschaft zeige. Und vergangene Woche wurde ich jetzt mal wieder richtig beansprucht, so das erste Mal seit langem. Und ich muss ehrlich sein, ich fühle mich dabei richtig gut. Also einer meiner engsten Freunde dieser Welt wurde von seiner Freundin verlassen und ich musste ihm nicht nur Beistand leisten, sondern er hat auch gleich ein paar Tage bei mir übernachtet. Und mein Zeitplan wurde dadurch etwas durcheinander gewürfelt. Da will ich auch gar nicht, also da muss ich niemandem was vormachen. Aber ich habe jetzt quasi eine ganze Woche mit ihm verbracht. Und nicht, weil wir im Urlaub waren oder nicht, weil wir das jetzt unbedingt wollten oder es vorhatten, sondern weil er jemanden brauchte, auf den er sich verlassen kann. Und er hat mir auch ein paar intime Details anvertraut, die er, glaube ich, sonst niemandem gesagt hat. Und ich habe mir im Gegenzug auch Gedanken machen können, wie ich über be bestimmte Sachen nachdenke und wie es mir geht. Und Stories, ich konnte irgendwie auch Stories erzählen, die ihm auch zeigen, hey, du bist nicht allein. Und ich finde, es hat sich gut angefühlt, wieder so gebraucht zu werden. Fast so wie früher. Das war meine Geschichte. Passt doch ganz gut zum Thema. Ja. Wir sprechen heute über Wertschätzung und Hilfe einholen. Ich weiß gar nicht, ich hab mir für diese Folge sehr, sehr viele Fragen aufgeschrieben, nicht so sehr Aussagen. Und ich weiß Okay. gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber ich glaube, also eine Sache, die mir wirklich, wie ich jetzt vorhin auch schon gesagt habe, die mir sehr am Herzen liegt, ist sozusagen, dieser Moment von jemandem grundsätzlich eine Wertschätzung auszusprechen, das heißt eine Wertschätzung im Sinne von, ich reagiere jetzt nicht genervt, obwohl ich genervt bin, weil ich dir gegenüber mich nicht so verhalten möchte. Und da frage ich mich manchmal, wie kriegt man das hin? Also diesen, weil ich. Also ein Nebeneffekt oder ein Effekt der Meditation ist, dass manchmal sich so, oder das habe ich manchmal die Erfahrung gemacht, dass durch häufiges oder regelmäßiges Meditieren sich dieser Moment der Reaktion ein bisschen verlängert. Also dass es sich so anfühlt, als ob die Sekunde, in der man überlegt, wie man denn jetzt reagiert, oder naja, eben nicht überlegt zu so reagieren, sondern die Sekunde, in der man reagiert, dass die sich irgendwie so ein bisschen länger anfühlt. Und dass man da ein bisschen mehr drüber nachdenken kann, wie man denn jetzt irgendwie reagiert. Und mich würde, glaube ich, interessieren, wie kriegt man diese Sekunde noch länger, damit man wohlüberlegter reagieren kann. Okay, also eine Sache, die in der ich über die ich mir da Gedanken gemacht habe, ist so, ich habe schon mal so häufig sowas Ähnliches gesagt, aber ich sage es jetzt einfach nochmal. Wahrheiten, die man über sich und diese Welt akzeptiert hat, hinterfragen. Also, ne, man trägt häufig ja diese Identität in sich von wegen, ich bin so und ich mache das so. Oder ich bin jemand, der seine Probleme alleine löst. Oder ich habe das in meiner Kindheit gelernt, dass man laut reden muss, damit man einem hört. Und ich finde, das wird einerseits einem selbst nicht gerecht und ich würde sagen, es schadet sogar einem. Also vor allem dieses, ich bin jemand, der seine Probleme alleine löst, finde ich irgendwie richtig schwierig. Und ich bin selbst so jemand, der lange diese Sicht hatte, so von wegen, ich bin so und so, ich mache das so und so, ich habe das schon immer so gemacht. Und ich glaube, das könnte bei dir eben auch zutreffen, so von wegen, normalerweise reagiere ich so, aber ich möchte das ändern. Deswegen muss ich ja erstmal schauen, wie diese Situation ausspielen. Und ich habe eine sehr ähnliche Beobachtung gemacht, als ich so meine Meditationsstreaks hatte. Und vor allem in meinem Praktikum bei der Werbefilmagentur war es so, ah, oh mein Gott, der Kunde will jetzt das und das haben und ah, wir kriegen von dem Zulieferer nicht diese Kamera ausgeliehen und so, was machen wir denn jetzt? Und ich habe so richtig gemerkt, so, aha, okay, das passiert jetzt hier in diesem Laden und ich habe richtig gemerkt, dass mich das nicht so angeht. So, nicht, weil ich nicht wusste, wie ich darauf reagieren soll, sondern weil ich immer die ganze Zeit gesehen habe, ah ja, das können wir schon lösen. So. Ich bin mir sicher, dass wir das irgendwie hinbekommen. Und ich glaube, dieses Zuhören ist so der erste
wichtige Schritt, also zuhören im Sinne von sich selbst zuhören und irgendwie ein Gefühl dafür zu entwickeln, was habe ich eigentlich für eine Verantwortung in dieser Situation und wie kann ich das auch lenken? So, ich glaube, dass man voll irgendwie, indem man eben in einem Raum ist und was Bestimmtes in diesem Raum gibt, indem man einfach da ist und einfach präsent ist, dass man vollen Einfluss darauf hat, was dann in dem Raum passiert. Und ja, ich glaube, dass man, wenn man dafür eben fein, also irgendwie besseres Gefühl entwickelt, ein feineres Bewusstsein entwickelt, dass man dann eben auch besser lenken kann, was passiert. Ja, also was glaube ich für mich sozusagen die Schwierigkeit ist oder was ich glaube ich auch für viele sozusagen auch vielleicht der Grund ist, dass man so schnell, wenn man bei der eigenen Familie ist, dass man so wieder in alte Muster verfällt, ist das, oder das, warum es vielleicht auch einfach einfacher fällt, dass man bei Freunden oder so nicht so impulsiv reagiert, ist glaube ich, dass sozusagen diese ganze Vorgeschichte, die da ist, irgendwelche Traumata oder irgendwelche Streite oder was Konflikte, die man irgendwann hatte, die trägt man irgendwie so immer so ein bisschen mit sich mit. Und ich habe das Gefühl, dass es so kleinere Rucksäcke an Schmerzen sind leichter abzulegen als so große. Und ich habe das Gefühl, dass man bei Familien halt einfach so riesengroße Rucksäcke hat, dass es manchmal so schwierig ist, diese Rucksäcke abzulegen, auch nur für einen Moment. Und ich glaube, dass eigentlich, genau wie du beschreibst, eigentlich ist der erste Schritt, so ein Bewusstsein darüber, wie man reagiert, und nicht so, also erstmal sozusagen die Beobachtung über alles zu stellen, bevor man überlegt, was mache ich denn jetzt irgendwie anders? Okay, also jetzt mal ein bisschen konkreter. Angenommen, man hat dieses Bewusstsein schon ein bisschen. Was kann man dann ja noch konkreter zu tun? Hast du das Gefühl, dass du auch diese Tendenz hast? So jemand macht etwas für dich in deiner Familie und dann anstatt zu sagen, hey, danke, dass du das gemacht hast, bist du so, ja, aber eigentlich hat mein Bruder 2 irgendwie das nicht so richtig gemacht. Das könnte schon besser gehen. Ertappst du dich Ja, dabei noch? total. Also mir fällt kein Beispiel ein, aber ich bin mir sicher, dass ich sowas auch habe. Ja, bin ich mir sicher. Also ich finde, das, was du da sagst, von wegen einfach Danke sagen und akzeptieren, ist da voll relevant. Und also dieses Danke sagen ist für mich eh ein super Beispiel für so Wertschätzung und so. Und ich habe da so neulich einen Artikel gelesen von jemandem, über den wir in diesem Podcast noch gar nicht geredet haben. James Clear. Der beschreibt in Ich seinem war mir nicht Artikel sicher, ob so. es der Herr Urlaub war. Okay, Herr Urlaub hätte es auch sein können. Auf jeden Fall geht es da um ein paar Situationen, in denen man sich rausnehmen kann, einfach Danke zu sagen. Und ich gehe jetzt nicht alle 7 durch. Blog-Eintrag ist verlinkt, aber eine wichtige Sache ist zum Beispiel, Komplimente anzunehmen. Und viele Leute, ich auch, sind dann so. Hey, das hast du echt gut gemacht, so echt coole Präsentation zum Beispiel. Und dann sage ich ja, aber ich habe das ja auch schon oft gemacht, anstatt einfach zu sagen, hey, danke, danke für dieses Feedback. Oder wenn mein T-Shirt zu meinen Augen passt und ja, ich achte auf sowas, und dann die Leute sagen, wow, das sieht gut aus, dann sage ich neuerdings erstmal danke und ich weiß. Und einfach mal so für sich gerade zu stehen und diese vielleicht auch ach so kleine Wertschätzung zu akzeptieren, das finde ich voll gut und schön. Und andersrum ist es auch schön, irgendwie den Leuten zu zeigen, dass man aufmerksam ist und dass die Leute einem etwas bedeuten. Und ich glaube, es wird etwas kniffliger, wenn es darum geht, Kritik anzunehmen, vor allem wenn sie nicht so konstruktiv ist. Und hier ist, finde ich, die Herausforderung, auch diese dankend anzunehmen. Also man muss sich nicht immer verteidigen, man muss sich nicht immer rechtfertigen. Und ich finde, so verteidigen und rechtfertigen können auch so Zeichen von Schwäche sein. Stattdessen zu sagen, hey, danke für deine Meinung, ich achte da in Zukunft drauf. Und es dann einfach anzunehmen, so, das ist, glaube ich, auch eine gute Übung. Genau, also ich plädiere irgendwie für Dankbarkeit und auch diese den Menschen mehr zu zeigen. Also das sind, finde ich, ganz interessante Situationen, wo man eben
irgendwie einen automatischen Impuls hat, etwas anders zu tun. So, tut mir leid, ich kam zu spät, aber es war so viel Verkehr und da. Aber man könnte auch einfach sagen, hey, danke für deine Geduld. Und weiter geht's. So nach dem Motto. Eigentlich habe ich eine Frage, bei der ich glaube, ich selbst die Antwort schon weiß. Es geht so ein bisschen darum, was, wenn ich Leuten, wenn ich rational weiß, dass ich Leuten Wertschätzung zeigen möchte, aber emotional weiß ich, ich habe absolut keine Lust drauf. Und meine Frage ist so ein bisschen, denkst du, dass Wertschätzung immer intrinsisch sein muss oder ist es vielleicht auch, und darum sage ich, ich kenne die Antwort wahrscheinlich schon, ist es auch was, wozu man sich zwingen kann, dass es trotzdem noch irgendwie gut ist? Weißt du, wie ich meine? Okay. Also, ich finde, konstruktive Kritik zu geben ist halt so ziemlich auch ein riesiger Teil von Wertschätzung. So, ich gebe dir konstruktive Kritik, weil ich finde es auch zum Beispiel viel besser, wenn ich den Leuten irgendwie ein Video von mir zeige oder ein Theaterstück oder so und die sagen, wow, das hat mir echt nicht gut gefallen oder wow, das war echt scheiße. So, das fände ich schon mal besser als ein einfaches Wahrnehmen und dann wieder vergessen. Aber einfach alles gut zu finden oder den Leuten einfach nur zu sagen, hey, gut gemacht, ich finde, das ist einem irgendwann nicht mehr so viel wert. Und ich glaube, so, das wäre so ein guter Kompromiss eigentlich. Wenn du weißt, ich sollte das jetzt eigentlich tun, aber ich habe darauf keine Lust, dann finde ich vielleicht auch etwas, was mir tatsächlich nicht gut gefallen hat, weil so diese. Das finde ich, ist auch eine Form von Ehrlichkeit. Du solltest ja immer noch ehrlich sein. Und wenn du jetzt weißt, ah ja, okay, es lohnt sich schon, jetzt hier ein Kompliment zu geben, weil das irgendwie zum guten Ton gehört, dann kann ich mir aber auch rausnehmen, hey, das hat mir gut gefallen, aber das habe ich jetzt nicht so verstanden. Oder das, ehrlich gesagt, nee, ich hätte das anders gemacht oder so, weil ich glaube, du wolltest das erzählen, aber dann kam nur das raus. Ich glaube, das wäre da eine gesunde Mischung. Ja, genau. Ich glaube nur, dass es bei mir sozusagen, es geht nicht so sehr um den guten Ton, sondern eben, was ich so beschrieben habe, ist, dass ich das Gefühl habe, dass meine Mutter jetzt nicht unbedingt Wertschätzung bekommt oder auch, also dass das häufig übergangen wird und dass ich mich selbst so ein bisschen in der Pflicht, also nicht in der Pflicht, aber ich glaube, ich fände es schön, wenn irgendjemand ihr die Wertschätzung geben könnte, die andere Leute ihr nicht geben. Aber das heißt nicht unbedingt, dass ich immer Lust darauf habe. So. Vor allem, weil wir jetzt gerade irgendwie wegen Corona in einer schwierigen Situation sind. Und das irgendwie gerade auch irgendwie eher dafür sorgt, dass ich da keine Lust drauf habe. Aber trotzdem sehe ich die Notwendigkeit, das zu tun. Also eben die Wertschätzung auszusprechen oder so. Nur so als Okay. Kommentar. Also, ja, muss auch gar nichts dazu sagen eigentlich. Was Nur wäre das. denn deine Antwort auf deine Frage? Naja, ich glaube ehrlich gesagt, dass. Also das eine ist, dass ich davon ausgehe, dass Menschen grundsätzlich eigentlich Wertschätzung verdient haben und zu sehen, dass jemand nicht gewertschätzt wird, wertgeschätzt wird, wertgeschätzt wird, finde ich irgendwie traurig. Ich würde mir wünschen, dass es anders ist. Und ich glaube, dass ich ähnlich wie auch Dankbarkeit oder auch, mir fällt hier gerade kein besseres Beispiel ein, aber so. Es gibt ja gewisse Sachen, die sich erst einstellen, indem man sich dazu zwingt. Also zum Beispiel Dankbarkeit. Ich glaube, indem man sich dazu zwingt, Dankbarkeit zu zeigen oder dankbar zu sein, also aufs Leben allgemein, jetzt nicht auf Personen bezogen, stellt sich eine andere Dankbarkeit ein. So. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei Wertschätzung auch so funktioniert, weil es ja irgendwie auch ein bisschen so überlappen, beide Begriffe, beide Ideen. Okay. Das heißt, wie würdest du das dann konkret irgendwie ändern oder wie würdest du das in deinem Verhalten manifestieren wollen? Das jetzt schon machen? Ja, naja, also zum Beispiel, ich habe es letztens sogar versucht, das ist nur ein bisschen misslungen. Ich habe ihr eine Schokolade gekauft, also ich habe uns beiden Schokolade gekauft, ich habe ihr nur nie gesagt, dass sie für uns beide ist. So zum Beispiel. Aber ich sehe das tatsächlich als Problem bei mir, dass ich, glaube ich, einfach den Leuten nicht zeige, dass ich sie schätze. So. Ich weiß nicht, wann ich dir das letzte Mal gezeigt habe, dass ich dich schätze.
Also aktiv, vielleicht, also wo ich so gedacht habe, es wird mal wieder Zeit, Nick zu zeigen, was er mir bedeutet. Das war, glaube ich, das letzte Mal bei dieser einen Folge, die wir zusammen aufgenommen haben. Aber, also, weißt du, so kleine Gesten sind manchmal mehr als einmal eine große Geste, finde ich ehrlich gesagt. Und ich weiß, dass ich tendenziell eher dafür sorge, dass ich mal eine große Geste mache und irgendwie große Versprechen und so, aber nicht im Kleinen, glaube ich, das zeige. Oder vielleicht eben nicht bewusst, vielleicht schon im Kleinen zeige, aber eben nicht bewusst. Und das finde ich sehr schade. Und darum habe ich mir auch so ein paar Sachen aufgeschrieben, wie ich das denn ändern, also was denn tatsächlich Dinge sind, mit denen man Wertschätzung ausspricht, abgibt, was auch immer. Soll ich das mal kurz Ja, sagen? Das also. passt gerade so gut, ne? Ja, voll gerne. Okay, also ich habe mir, es ist nicht so viel. Also ich habe mir geschrieben, aufgeschrieben, Danke sagen, Danke Kärtchen schreiben, Briefe schreiben, theoretisch auch Mails schreiben, habe ich letztens auch gemacht, Postkarten schreiben, kleine Geschenke machen, jemanden anrufen und Klarheit in Konflikten. Oder Klarheit im Allgemeinen finde ich ist auch, glaube ich, eine Eigenschaft, die mir häufig zugesprochen wird, die ich aber nicht so aktiv ausübe, aber ich glaube, dass es eine Qualität ist, wenn man in Gesprächen schnell zum Punkt kommt, anstatt um den heißen Brei rumzureden. Und ich glaube, das ist auch eine Form von Wertschätzung. Okay, interessant. Also ja, ich finde, man muss ja auch ein bisschen rausfinden, wie man Wertschätzung für sich selbst einfach zeigen kann, weil so es ist einfach nicht so mein Ding, Briefe zu schreiben. Also deswegen würde es für mich, glaube ich, auch nicht so viel Sinn machen, einen Brief zu schreiben. Aber ich kann ja trotzdem für mich einfach einen Weg finden, wie ich der anderen Person zeigen kann: Hey, du bist mir wichtig. Und ich glaube, dass man das generell mehr tun sollte. Deswegen ist es, finde ich, auch voll wichtig, sich darüber Gedanken zu machen und den Leuten zu zeigen: Hey, du bist mir wichtig. Ich sehe den Wert, den du für mich hast, und ich finde es schön, dass du Teil meines Lebens bist. Das kann ja auf verschiedene Weisen passieren. Und ich glaube, du hast uns was mitgebracht, über das wir heute reden wollen. Das könnten wir doch jetzt einfach mal machen. Also, keine Überleitung. Naja, also ich habe heute Nick einen Link zu einem Quiz geschickt, zu den Five Love Languages. Und die Five Love Languages sind sozusagen Arten und Weisen, in denen man sich selbst gewertschätzt. Wertgeschätzt fühlt. Was ist denn los mit diesem Wertschätzen? Naja, wertgeschätzt fühlt. Und ich habe ihn gebeten, das selbst zu machen. Und ich habe es selbst auch gemacht, weil ich manchmal finde, oder was ich tatsächlich auch in dem ganz gut fand, ist, dass ich das Gefühl habe, dass Nick witzigerweise genau meine zwei Love Languages trifft, wie er mir Wertschätzung zeigt. Und darum würde mich interessieren, was seine sind. Okay. Ich glaube, du machst es gar nicht mit Absicht. Ich glaube, das ist nur deine Art, Wertschätzung zu zeigen. Soll ich das? Also, Moment. Die Five Love Reden wir erstmal über Languages. die fünf. Ja, genau. Ja, das sind erstens Words of Affirmation. Also, wenn dir jemand sagt, hey, du siehst super aus, du hast es toll gemacht, ich bin stolz auf dich oder so. Das sind Words of Affirmation. Zweitens ist Acts of Service, also zum Beispiel jemand bügelt für dich oder macht irgendwas anderes, worauf du keine Lust hast oder worauf, ja. Oder kocht dir was zu essen oder so ein Kram. Das sind Acts of Service, dann receiving gifts, also Geschenke zu bekommen oder Also egal Geschenke wie zu groß, geben. also genau, können ja auch Ja, kleine also, Geschenke sein. ja, voll. Viertens, Quality Time, also Zeit, die man zusammen verbringt, ohne währenddessen was anderes zu machen. Und fünftens, Physical Touch, umarmen, Sex haben, was weiß ich. Das sind die fünf. Willst du mir zuerst deine sagen oder soll ich? Okay, nee, ich kann gerne anfangen. Also, man macht hier so ein Quiz und dann kriegt man quasi die Prozentsätze, wie wichtig einem welche Sprache ist. Und ich gehe jetzt einfach mal die Prozentzahlen durch. Also bei Receiving Gifts, das ist Platz 5 bei mir mit 10%. Anscheinend ist mir also nicht so wichtig, inwiefern, ob ich so Kleinigkeiten bekomme, die mir irgendwie verteilt werden. Mit Platz 4 sind Words of Affirmation mit 17%. Und Platz 2 teilen sich Physical Touch und Acts of Service mit jeweils 20%. Platz 1 ist also Quality Time mit 33%. Und in meiner Logik macht das auch sehr viel Sinn, weil wenn ich mir überlege, wie will ich den Leuten zeigen, dass sie mir wichtig sind, versuche ich immer zu sagen, hey, ich versuche mir Zeit zu nehmen für dich oder
Wenn ich dann irgendwie mit den Leuten Zeit verbringe, dann ist mir das wichtig, dass ich so wenig aufs Handy schaue wie möglich, sondern einfach da bin und mir aktiv Zeit nehme für die andere Person. Und deswegen habe ich da auch irgendwie, glaube ich, ein ziemlich feines Gefühl, ob das andere Leute für mich machen. Und da bin ich auch, glaube ich, ein bisschen empfindlich. Genau, also Quality Time ist mit 33% bei mir Platz 1. Die beschreiben das auch also, wenn dir hier irgendwie jemand signalisiert, du hast die volle, ungeteilte Aufmerksamkeit. So, wenn du mit der redest, dann ist der Fernseher aus, dann liegt das Besteck unten und alles ist irgendwie so, alles andere ist auf Standby, dann fühle ich mich besonders geliebt. Genau. Und wenn die Leute auch einem aktiv Zeit machen im Sinne von, ja, ich verschiebe das für dich irgendwie woanders hin oder so, dann, genau, fühle ich eine tiefere Verbindung. Finde ich jetzt irgendwie auch nachvollziehbar für mich. Ich finde es Genau, das sind nachvollziehbar, ich meine finde es fünf nur No-Gos. überraschend, ehrlich gesagt, dass Gift bei dir an letzter Stelle ist. Weil ich gedacht hätte, dass es bei dir höher ist. Aber das ist gut zu wissen. Willst du bei mir raten? Ja, ich habe es mir nämlich schon gedacht, okay. Also ich glaube, dass bei dir Receiving Gifts viel weiter oben ist als bei mir. Aber ich weiß nicht, ob es Platz 1 ist. Huh. Also ich sage jetzt einfach mal, Receiving Gifts ist bei dir an erster Stelle. Und an zweiter Stelle. Oh, ich hoffe, es sind nicht Words of Affirmation, aber ich sag jetzt einfach mal Platz 2. Okay, ja. Das ist mein Okay, Guess. also als das letzte Mal, als ich den Test gemacht habe, war tatsächlich Receiving Gifts war an erster Stelle. Aber mittlerweile ist es nur noch an zweiter Stelle. An Okay. erster Stelle ist Acts of Service. Oh, okay. An dritter Stelle Quality Time. An vierter Stelle Words of Affirmation. Und an letzter Stelle Physical Touch. Aber ich glaube, das wird niemanden großartig überraschen. Und dann habe ich nachgedacht, also beziehungsweise das mit dem Acts of Service, das war mir relativ klar, weil ich noch weiß, als du in Hamburg warst und dann hast du die Wäsche aufgehangen. Und ich finde es manchmal so geil, wenn jemand kommt und sagt, hey, ich mache jetzt den Abwasch für dich, weil ich weiß, dass du keine Lust drauf hast, oder ich hänge dir die Wäsche auf, weil ich weiß, dass du müde bist. Das ist einfach das Größte für mich, glaube ich. Und das mit den Gifts machst du ja auch richtig. Also von dem her muss ich in mein Game upsteppen. Nice, okay. Interessant. Ja, aber Witzig. das freut mich. Also, dass es auch für dich Sinn macht. Ich bin eigentlich auch erstaunt, dass das auch bei mir so viel Sinn macht, weil ich war ein bisschen skeptisch, weil es klingt für mich schon fast etwas zu einfach. Also so dieser Ansatz klingt simpel, aber anscheinend ist er irgendwie effektiv. Also ich empfehle euch auch mal irgendwie diesen Test zu machen. Ich finde diese Fragen, diese Gegenüberstellungen waren häufig aber auch nicht so einfach für mich. Also so, ist es mir jetzt wichtiger, dass eine Person mir irgendwie hilft, wenn ich müde bin? Oder ist es schön, irgendwie gesagt zu bekommen, das hast du gut gemacht oder so? Ja, also das ist zum Teil relativ fein, aber es ist ein nettes Experiment. Also, ich finde es gut. Ja. Genau. Also ich finde, es gibt auf jeden Fall mal eine Richtlinie an. Und also was ich daran schön finde, ist, dass du eigentlich auch Leuten mal sagen kannst, hey, wenn du das und das tust, dann fühle ich mich besonders wertgeschätzt. Oder wenn du mir ab und zu mal was aus dem Supermarkt mitbringst oder so, dann finde ich das mega cool, weil ich dann denke, dass du an mich gedacht hast. Aber ich fand tatsächlich auch, es gibt so Gegenüberstellungen, wo ich so denke, weiß ich jetzt nicht. Das kommt auf die Situation drauf an, aber so als Guideline finde ich es ganz praktisch. Genau, also ist auch mein Fazit. Probiert es ruhig mal aus, Leute. Link ist Und unten. lasst uns wissen, was eure Genau, Love Language ist. voll gerne. Also, ich fühle mich auch sehr wertgeschätzt, wenn ich Feedback bekomme auf die Folgen. Ich wollte gerade sagen, also für Goals and Gossip ist die Reihenfolge Words of Affirmation und Quality Time. Oder Also, Anna? wenn die Leute signalisieren, dass sie die Folgen hören, oder was meinst du damit? Ja, oder wenn sie sich melden. Also wenn sie irgendwas dazu sagen. Also bei mir gefällt es am besten, wenn die Zuschauer mir Physical Touch geben. Das ist weird, weil es ein Podcast ist. Richtig. Genau. Also ja, probiert es ruhig mal aus und sagt uns gerne Bescheid, was bei euch rausgekommen ist.
Ja, gibt es noch was von dir aus über dieses Thema zu sagen? Nee, ich habe nur ganz viele Fragezeichen, aber ich glaube, da kriegt man keine Punkte hin. Welche Kategorie hattest du ausgewählt für den Test? Oh, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe Couple genommen oder so. Okay, also ich habe Single genommen, weil ich bin Single und ich bin auch kein Teenager mehr, deswegen Na, ich glaube ehrlich darf gesagt, ich mich nicht so dass angehen. es im Endeffekt genau die gleichen Fragen sind, nur bei dem einen ist es halt dein Partner, beim anderen ist es so ein bisschen eine Person, die du liebst. Und das, ja, im Endeffekt. Genau, es gibt Okay. auch noch andere Quizze über Apology und Anger. Ich glaube, das muss ich mir auch noch mal angucken. Ist auch spannend. Okay, also wir haben auf jeden Fall die Love Quiz gemacht, weil das ist auch so das Hauptsteckenpferd von diesem Ansatz. Wenn du das sagst, dann klingt das gleich so wuhu. Wir sollten das ernst nehmen, weil das so akkurat war. Ja, nehmt das auch ernst. Also Take it das seriously. ist eigentlich kein Spaß von mir. Es klingt nur ein bisschen witzig. Es klingt ein bisschen esoterisch, aber Es es klingt macht Sinn, richtig okay? esoterisch. Ja, Okay, es es ist klingt schon, richtig ich glaube, es ist eine gute esoterisch. Stütze. Okay, aber ich wechsle jetzt das Thema. Jetzt reden wir über Hilfe. Hilfe einfordern. Jetzt Okay. habe ich eine Frage an dich. Forderst du bei mir Hilfe ein? Ich glaube insgesamt selten. Und ich glaube, es gibt vor allem eine Sache, wo ich es ein paar Mal versucht habe, aber vielleicht auch nicht so richtig. Und es kam nicht so richtig an, deswegen habe ich es nicht mehr so oft gemacht in der letzten Zeit. Und eigentlich, ich glaube, du wirst vielleicht schon wissen, worauf es hinausläuft. Also, ne, ich nehme extrem wenig Verantwortung an, was meine eigene Ernährung angeht, okay? Und vor allem das selbst zu gestalten. So, ich versuche schon darauf zu achten, dass ich mir nicht jeden Tag Pizza bestelle, okay? Aber ich habe gerade mehr oder weniger keine Beziehung zu meiner Küche. So. Und ich hatte wirklich Hoffnungen gelegt, als du angekündigt hast, ja, du machst irgendwie diesen kleinen Guide für mich. Und daraus ist dann ein ziemlich cooler Instagram-Kanal entstanden. Aber ich habe mich durch den nicht motiviert gefühlt, das jetzt tatsächlich mehr anzugehen. Okay, aber da muss ich kurz einhaken. Ich sehe das. Oh Gott, das ist mein Handy ist so gruselig. Er ist Flugmodus und reagiert, ne? Ist das gruselig. Naja, was ich sagen möchte, ist, sehe ich ein, dass du dich dadurch nicht motiviert gefühlt hast, aber was du ja natürlich auch gemerkt hast, dass sozusagen der Ursprungsgedanke war, ich mache jetzt einen Kanal für Nick oder was auch immer, für Nick und andere Leute, dass ich von dem so ein bisschen abgekommen bin und dass es dann zu kompliziert war. Aber du hast mir das nicht zurückgemeldet. Sondern ich habe dann irgendwann danach gefragt und dann hast du irgendwie so gesagt, ja, ich glaube, die Rezepte sind nicht so ganz was für mich. Okay, das ist ganz interessant, weil das Ding ist, glaube ich, nicht, dass ich das zu kompliziert finde, sondern dass ich in dem Fall eben nicht die Wertschätzung bekommen habe, auch wenn du Arbeit reingesteckt hast und ich habe gesehen, dass du Arbeit reingesteckt hast und trotzdem habe ich nicht das Gefühl gehabt, nicht mehr das Gefühl gehabt, dass das jetzt für mich war. Sondern indem du das eben für alle zugänglich gemacht hast, was ja auch der Sinn von so einem Instagram-Kanal sein sollte. Hat es mich blöd gesagt aus den Augen verloren. Weißt du? Oder so zumindest kam das so bei mir an. Und so, deswegen, ne, als ich zum Beispiel diesen Guide geschrieben habe für Anna, um diesen, wie kann man ein möglichst günstiges Podcast-Setup aufbauen oder so, da war meine Intention nicht, ich schreibe diesen Guide und stelle es dann online. Und schicke ihr dann den Link zu diesem Online-Artikel, sondern ich habe das für sie gemacht. Und egal, ob ich dann das mal als Grundlage nehme für einen Artikel, den ich irgendwie online veröffentliche, ging es in erster Linie darum, dass ich das ihr gebe, weil sie gefragt hat. Und diese Brücke ist, glaube ich, in diesem Pursuit irgendwann verloren gegangen. So, und ich glaube, da ist dann die Schlussfolgerung gewesen, dass ich mir jetzt nicht dachte, ich hätte ja theoretisch trotzdem einfach sagen können, ja, ich nehme das, was du mir hier jetzt gibst, und ich habe das Gefühl, ich klinge irgendwie wie ein Arschloch. Aber so, ne? Ich fand es ja cool, dass du es gemacht hast, aber ich habe mich jetzt nicht mehr wertgeschätzt gefühlt in diesem
in diesem Ding. Ich glaube, das ist die Erklärung dafür. Interessant. Interessant und auch nicht, als ich gesagt habe, ich muss die Rezepte ein bisschen ändern, weil ich merke, dass sie zu kompliziert sind für dich. Weil ich hatte ja, also ich habe ja wirklich versucht, die Sachen dann anzupassen und zu gucken, wie kriege ich weniger Zutaten rein, wie kann ich Rosenkohl machen und so ein Kram, was du ja auch wolltest. Also. Aber also ich verstehe schon den Öffentlichkeitsaspekt, aber was ich nicht so ganz verstehe, ist, du hast mich ja auch darin unterstützt, so das öffentlich zugänglich zu machen. Ja, aber ich hatte das Gefühl, dass du das ja auch einfach wolltest. Ich hätte das jetzt schon sehr egoistisch gefunden, wenn ich gesagt hätte, nein, ich will nicht, dass du das online stellst, weil es geht hier um mich. mach mir diesen Guide, wie ich das lernen soll. Und nicht Okay. für alle anderen Menschen. Nee, diese Denke ist mir tatsächlich nicht gekommen. Sondern ich Okay, dachte ich mir, habe das hey, ist ja. Gefühl, dieses Thema wird uns einfach noch die nächsten 3 Jahre begleiten. Ja. Genau, so viel zu dem Thema. Aber es ist interessant, so darüber haben wir ja auch irgendwie nicht mehr so konkret geredet gehabt, sondern ich Ja, habe das voll. dann halt irgendwie als Wahrheit akzeptiert, anstatt irgendwie auch zu signalisieren, hey, ich hätte hier gerne Hilfe. Also in dem Fall habe ich keine Hilfe eingefordert. So, das ist schon richtig. Also deswegen fühlt es sich so, also ne, ich habe echt das Gefühl, dass ich höre mich hier gerade undankbar an. Ich hoffe, Ach dass so, das nicht nee, gar stimmt. nicht. Finde ich gar nicht. Ich glaube, Okay. dass wir sozusagen nur einen Punkt haben, der es echt, der es schwierig macht, das aus der Ferne zu machen. Weil, also bei mir war es in Hamburg, haben wir das ja auch zweimal gemacht und da hat es ja irgendwie super funktioniert. Oder ich weiß nicht, ob es für dich super funktioniert hat, aber Doch. es ist halt wie bei vielen Sachen, es geht ums Machen. So. Und dann kann ich dir Sachen zur Verfügung stellen, aber ich kann dich nicht zum Machen zwingen. Während wenn du hier bist, kann ich dich zum Machen zwingen. So. Was blöd gesagt auch einfach passiert ist so. Nee, du kochst heute und morgen nochmal. Ja, genau. Ja, Ja. und ich meine, dann funktioniert es ja so. Und dann denke ich mir so, okay, dann schreibe ich so einen Guide und dann versuche ich, oder was glaube ich auch wirklich so das Schwierige daran ist, dass ich nicht so ganz genau weiß, was deine Ebene ist, und wie ich dich dazu bringen kann, was über einen Text zu erfahren, was du durchs Machen lernen musst. Aber das ist vielleicht auch die Krux davon, ne? Also. Also ich glaube, es gibt hier eine Lösung. Also ich würde halt mal sagen, okay. Also mein Ansatz wäre, glaube ich, gewesen, so, ich mache da jetzt irgendetwas und gebe ihm das. Und vielleicht ist es zu schwierig für ihn. Und dann gebe ich ihm mal das nächste Mal was Einfacheres. Oder es funktioniert. Ja, interessant. Weil streng genommen wäre so ein Instagram-Beitrag ja in irgendeiner Weise das schon gewesen. Nur halt vielleicht in einer etwas längeren Version. Genau, und das, also weißt du, und dann gucke ich mir zurück auf die Erfahrung. Also ich weiß nicht, wie es Anna gemacht hat mit dem Podcast-Ding, aber du hast ja auch sowas mal zum Abnehmen gemacht. Und diese Person, für die es bestimmt war, die hat es ja auch nicht gemacht. Weil es ums Machen geht. Es geht nicht darum, dass dir jemand den perfekten, weil das war ein guter Plan. Also wirklich, mit dem kann man abnehmen so. Aber im Endeffekt kannst du die Leute halt nicht über einen Text dazu zwingen, abzunehmen. Ich weiß nicht, aber ich glaube, da ist es jetzt auch etwas schwieriger Vergleich, weil ich gehe ja anders mit sowas um. So, ich glaube, die anderen Leute sehen vielleicht gar nicht, dass ich mir tatsächlich Gedanken drum gemacht habe und es tatsächlich so auch recherchiert habe und Sachen geschaut habe, so was ist möglich und wie kann man das effektiv machen. Aber wenn du mir das schreiben würdest, dann würde ich das ja auch sehen. Also ich glaube, das ist jetzt wieder so ein Quality-Time-Ding. So, ich weiß ja dann, dass du dir diese Gedanken gemacht hast. Und währenddessen habe ich mir bei den Instagram-Sachen gedacht, du hast ja auch ausprobiert, wie das mit den Fotos geht und wie du das anordnest und welche Schritte wichtig sind, dokumentiert zu werden und so. Also da haben dann wieder andere Sachen reingespielt, wo ich mir dann dachte, jetzt kann ich dir da ja auch wieder helfen. So, ich glaube, deswegen. Ja, ich glaube, da haben viele Sachen mit reingespielt. Ist das kompliziert. Aber lass uns dranbleiben, es interessiert mich sehr.
Also wir müssen es jetzt nicht tot diskutieren, das macht, glaube ich, keinen Sinn, aber ich glaube tatsächlich, also das ist jetzt meine Behauptung, dass es richtig schwierig ist, Leuten übers Internet Kochen beizubringen. Ich glaube, dass es bei Leuten, die Interesse daran haben, ist es nicht so schlimm, aber bei Leuten, die einfach null Erfahrung haben und auch eigentlich keine Lust drauf haben, wie du, da ist das, glaube ich, richtig schwierig. Ich habe nie gesagt, dass ich das dir einfach mache. Nee, meine ich ja gar nicht, sondern ich mag Glücke. Ja, das ist eine interessante Beobachtung, ja klar. Streng genommen bin ich nicht das Klientel. So. Nee, genau genommen bist du das Klientel, das ist ja das Ding. Also sie wollen ja, also nein, sie, ne? Das klingt jetzt schon wieder so, als könnte ich kein Brot schmieren. Was witzig ist, weil ich mir beim Brotschmieren die Hand verletzt habe. Ich merke gerade, dass in dem Licht ich aussehe, als hätte ich den härtesten Sonnenbrand ever. Es ist einfach nur die Sonne. Oder du wohnst genau gegenüber vom Rotlichtviertel. Genau, das wäre auch super. In Oberkirch gibt es kein Rotlichtviertel. Ah ja, das macht Sinn. Also du hast gesagt, du hast noch so viele Fragen. Stell doch mal die nächste. Zur Wertschätzung, nicht unbedingt zur Hilfe einfordern. Ich glaube, eine sehr allgemeine Frage. Hast du denn keine Fragen? Bist du heute nur zum Fragen beantworten da? Ja. Ich glaube, so ein allgemein, also das ist jetzt, es ist eine Frage, die ist sehr schwammig formuliert, aber vielleicht kannst du was damit anfangen. Wo muss ich mir Hilfe holen und wie kann ich mir Hilfe holen? Wow, okay. Ich sag doch. Das Erste, was mir einfällt, ist... Ist das jetzt wieder so eine Feedback-Sache wie letzte Staffel, dass du es einfach so rausgefeuert hast? Ich glaube, es geht so ein bisschen, es ist natürlich voll davon abhängig, von was wir reden, aber wenn es jetzt um was Professionelles geht, zum Beispiel, würde ich vor allem auf die Peers gehen. Also so Leute, die auf einem ähnlichen Level sind wie man selbst, weil man hier am meisten Feedback bekommt und die, glaube ich, auch am ehesten wissen, in welchem Struggle du dich momentan befindest und den am besten nachvollziehen können. Weil wenn ich jetzt von einer Sache rede, hey, ich produziere gerade diese Webserie, bla bla bla, und ich dann meiner Mutter sage, ja, ich weiß nicht, aber dieses Objektiv ist kaputt gegangen und ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll, dann wird die sich nicht denken, oh ja, ich weiß genau, was zu tun ist, weil mir sind auch schon Objektive kaputt gegangen, deswegen weiß ich, wie man sowas handhabt. Also ich glaube, man sollte erstmal rausfinden, wer kann dir denn da jetzt am besten helfen? Und natürlich kann man irgendwie immer darauf zurückgreifen, so Leute, die für einen da sind oder auf die man sich verlassen kann oder so. Aber die geben einem häufiger nicht spezifische Hilfe. So, die sind halt für dich da. Und ich glaube, es ist einfach gut, den Leuten auch zu signalisieren, worin sie dir helfen können. Und dadurch ergibt sich auch so ein bisschen, wie soll ich mir denn Hilfe holen, indem ich irgendwie auch weiß, was ich möchte oder ich weiß, was für ein Problem ich habe. Es ist einfacher, meinem Kumpel jetzt zu sagen, hey, wir haben darüber gesprochen, dass er anfällig ist für Rebound. So von wegen, ich bin jetzt gerade aus einer Beziehung raus und jetzt suche ich mir gleich das Nächste. Und anstatt irgendwie mal für mich zu sein und so. Und ich bin jemand, der dann tendenziell sagt, hey, jetzt nutz diese Zeit irgendwie nochmal ein bisschen zu reflektieren, was falsch gelaufen ist. Anstatt dich jetzt gleich in das Nächste reinzustürzen, ohne überhaupt mal darüber nachgedacht zu haben, was falsch gelaufen ist. Und ich glaube, deswegen war ich vielleicht in diesem Moment auch für ihn da, weil ich eben so eine ganz andere Sicht auf die Dinge habe als er. Ob er das jetzt tatsächlich auch umsetzt, das ist jetzt ihm überlassen. Aber ich habe ihm jetzt zumindest diesen Input gegeben von wegen, hey, wenn du woanders hin willst, dann kannst du nicht alles machen wie immer, sondern du musst auch mal irgendwas in deinem Verhalten ändern. Und ich hoffe, das funktioniert bei ihm. Oder dieser Ansatz ist, glaube ich, generell ein guter Ansatz. Du kannst nicht immer alles gleich machen und dann erwarten, dass da was anderes dabei rauskommt. Wenn du dich irgendwie bessern möchtest, musst du auch besser sein.
So. Ich finde in der Hinsicht, also wir können ja auch beide Seiten beleuchten, ne? Also Hilfe anbieten und Hilfe einholen. Und um da nochmal auf deine Geschichte am Anfang zurückzukommen, ich finde, du kannst jederzeit zu mir kommen, du kannst mich jederzeit anrufen oder so. Das ist so eine krasse Floskel. Aber sie kann ja trotzdem ernst gemeint sein. Also zum Beispiel, ich weiß, dass ich jederzeit zu dir kommen kann, so. Und was ich mich, glaube ich, frage, ist, wie kommt man von diesem Floskelhaften so ein bisschen los? Und wie kriegt man die Leute dazu, dass sie einem wirklich glauben? Auch wenn es Ich eine Floskel glaube, ist. das ist blöd gesagt, aber man muss es den Leuten halt irgendwie beweisen. So, eine Floskel ist so lange eine Floskel, solange sie halt dahergesagt wird. Aber wenn ich mich damit rühme, den Leuten so etwas zu sagen, und dann kommt dieser Freund auf mich zu und ich bin so, nee, ich habe jetzt keine Zeit für dich. So, natürlich würde man mir das dann nicht glauben. Dann ist es ja wirklich eine Floskel, die nicht mal stimmt. Es ist dann quasi eine Lüge. Und ich glaube, es geht darum, dass man es den anderen beweist, aber eben auch dir selbst. Und mit der Zeit wissen die Leute ja auch irgendwie, woran man ist bei dir. Und dann entkommt man diesem Floskel-Ding, glaube ich, etwas. Ich weiß nicht genau, wie das anders geht als das, als dieser Weg. Man muss es der Welt quasi zeigen. Sonst ist es ja nur irgendeine Behauptung. Macht das Sinn? Ja, finde ich schon, total. Ich glaube nur manchmal, dass irgendwie so diese Floskel häufiger ausgesprochen wird, als dass sie dann bewiesen wird. Und dann ist man vielleicht nicht immer die Person, die sich beweisen muss. Und andererseits wächst dann ja auch der Zweifel in den Menschen, wenn sie das so oft gehört bekommen und dann so selten bewiesen bekommen. Das ist ja auch voll schade. So natürlich ist man dann skeptischer als vorher. Und wo holst du dir Hilfe? Also ich brauche bei extrem wenig Sachen Hilfe, das schon mal vorweg. Also ja, ich Außer habe bei mir der natürlich Ernährung. auch wieder so ein bisschen Gedanken gemacht, dass eine Sache ist eben, ich versuche ein bisschen mehr über meine Beziehung zu meiner Familie zu lernen, weil ich das halt irgendwie unter den Teppich gekehrt habe. Und ich glaube, für mich ist schon ein richtig großer Schritt, eben Beobachtungen, Gedanken zu teilen, anstatt eben zu versuchen, das selbst zu lösen. Und ich bin halt einer, der selbst gerne zu sich sagt, ich bin jemand, der meine Probleme alleine löst. Ich brauche keine Hilfe. Und davon muss ich, glaube ich, erstmal wegkommen. So. Und ich glaube, ich habe das jetzt auch schon ein bisschen geschafft, über die letzten Jahre das etwas aufzubrechen. So. Ich habe zum Beispiel, es war ja einfach so, dass ich zum Teil richtig wenig studiert habe. So, ich habe mich ins Unitheater gestürzt und ich habe geglaubt, dass ich das von alleine schaffe. So, oder irgendwie einmal alle 2 Monate mit jemandem darüber zu reden und dann lüge ich halt auch ein bisschen und beschönige meine Situation etwas und tatsächlich ehrlich Tacheles zu reden und mal zu schauen, was tatsächlich da ist. Hat dafür gesorgt, dass ich halt über die Jahre hinweg immer besser darin wurde, die Priorität eben zu verschieben. Ich meine, so die Gespräche, die wir vor 2 Jahren geführt haben und die Listen, die wir erstellt haben und so, das war ein Teil davon, aber so ich musste es quasi erst lernen, das dann auch irgendwie umzusetzen. Und Hilfe einfordern hieß in diesem Fall einfach mal immer wieder mich mit Menschen auszutauschen, die in dieser Hinsicht offensichtlich besser sind als ich. Oder irgendwie schon häufig solche Geschichten gehört haben. So, deswegen rede ich so häufig mit meiner Studienberatung. Das nächste Gespräch habe ich morgen. Und dann einfach mal zu reflektieren, ja, so, das ist dieser Mechanismus, der gerade bei mir immer wieder auftaucht und wie kann ich den bekämpfen? So. Und demgegenüber ist jetzt zum Beispiel dieses Problem, hey, ich bin jetzt in dieser Situation und damit habe ich zu kämpfen, aber ich weiß noch nicht, wie ich damit umgehen soll. Wer kann mir denn da helfen? Und da dann auch aktiv zu fragen, wer kann mir helfen und mich dann irgendwie
empfehlen zu lassen an andere Menschen, davor habe ich auch Angst. So, aber Anfang des Jahres wurde mir dann zum Beispiel eben so empfohlen, hey, geh doch zu diesen Typen, der macht Familienaufstellungen. Zu dieser Familienaufstellung wäre ich gegangen, wenn Corona nicht im Weg gewesen wäre. So, aber quasi die Sachen nicht mehr herunterzuschlucken und unter den Teppich zu kehren, das hat quasi schon von vornherein dafür gesorgt, dass ich mir keine Hilfe hole. Und jetzt eben zu schauen, wer kann mir denn irgendwie helfen, das ist quasi schon ein richtig großer Schritt in diese Richtung gewesen. Aber jetzt mal konkret, wie hole ich mir denn Hilfe? Also ich würde sagen, ein wichtiger Bestandteil bist du. Also ich versuche immer so ein bisschen zu reflektieren, was ist denn jetzt deine Sicht auf die Dinge? Und ich glaube, wir denken halt schon über viele Sachen unterschiedlich. Deswegen, für mich ist es einfach schon mal gut zu sehen, ah, okay, was sagt denn diese andere durchaus intelligente Person über dieses Problem? Und dann kann ich ja mir immer noch einen Reim draus machen, was sollte jetzt meine Handlung sein? Aber erst schon mal einfach eine andere Meinung zu hören, ist für mich auch schon eine Form von Hilfe einholen. Einfach damit ich weiß, ah, okay, ich bin jetzt nicht nur in meinem Kopf, sondern das beruht nicht nur auf meiner Meinung, weil meine Meinung ist fehlbar. Was? Ich habe tatsächlich zwei Well. Punkte, bei denen ich glaube ich gerne, es ist mir währenddessen so eingefallen, wo ich tatsächlich glaube ich Hilfe brauche. Oder was Hilfe brauche. Das eine hatte ich schon mal, glaube ich, ne, eigentlich beides schon. Das eine ist, dass ich glaube ich mich, also ich merke, dass ich spreche ja irgendwie schon seit Wochen darüber, dass ich mir eine Therapie suche. Aber umso besser mir es geht, umso mehr Gründe habe ich dafür, das nicht zu tun. Und ich glaube, ich würde mich freuen, wenn wir uns da mal zusammen hinsetzen und einmal so Gründe aufschreiben, warum es denn notwendig wäre. Weil ich glaube, dass du da am meisten Geschichte von mir hast und irgendwie Sachen aufgreifen könntest, die da so als Themen behandelt werden könnten. Okay. Und das andere ist, und das hatte ich auch schon mal gesagt, das heißt, ich hatte es angedeutet, ich glaube, ich habe es nicht so explizit gesagt. Und zwar, ich hatte dich ja für diesen Sommer zu meiner Familie eingeladen. Und ich würde es gern durchziehen, weil ich das Gefühl habe, dass ich ein paar Außenperspektiven brauche, die auch mich beobachten können. Okay. Das wollte ich noch kurz loswerden. Habe ich mir aufgeschrieben, darüber reden wir. Gut. We will keep you posted. Okay. Ich finde, das war ein ganz guter Rundumschlag irgendwie. Das ist wirklich der Rundumschlag. Ja, Kommunikation, interessante Sache. Wertschätzung und Hilfe einholen Oh, scheiße, wir sind oder jetzt mit der einfordern. Kommunikation durch, ne? Ja. Das war die letzte Kommunikationsfolge. Zumindest erstmal. Ich glaube, also es hat mir auch Spaß gemacht, darüber zu reden, muss ich sagen. Ich glaube, das können wir gerne bald mal wieder tun. Voll. Aber ja, das war quasi, das ist jetzt das vorerst Ende dieser kleinen Miniserie über Kommunikation. Und nächste Woche widmen wir uns neuen Themen. Wird auch spannend. Genau. Okay. Reden wir über unsere Wochenchallenges? Ja. Okay. Gut. Also. Nee, fang du mal gerne an. Okay, also ich habe ja diese Woche, ich bin noch nicht ganz fertig mit der Wochenchallenge. Ich glaube, ich habe noch 2 Tage. Ich habe jeden Tag 10 Minuten Seil gesprungen. Und mittlerweile tun meine Füße richtig weh. Also beim Springen jetzt nicht jetzt. Ich finde es cool. Es ist irgendwie 10 Minuten Seilspringen ist richtig lang. Das sind die längsten 10 Minuten, die ich, glaube ich, seit langem hatte. Und ich glaube, ich muss noch mal, wenn meine Social Media Detox vorbei ist, so ein paar YouTube-Tutorials angucken, um zu gucken, ob ich das denn überhaupt alles richtig mache. Aber ich finde, es ist eine coole Art, irgendwie so ein bisschen aufzuwachen, als aufwärmen und auch irgendwie als so Ausdauertraining finde ich super cool. Ich habe das Gefühl, ich bin um einiges besser geworden. Ja. Nice. Und diese Woche, Entschuldigung, habe ich abgebrochen? Naja, okay. Ich hatte eigentlich was anderes vor, aber ich sehe die Notwendigkeit und ich werde von heute bis nächsten Sonntag
werde ich auf Kaffee verzichten. Ich glaube, das ist die Sache, die mir jetzt am besten tun wird. Ja, lange Geschichte. Ich weiß auch nicht. Ich liebe Kaffee und Kaffee liebt mich manchmal auch, aber nicht immer. Im Moment tut das nicht so. Darum mache ich jetzt mal eine Kaffeepause. Und meine Monatschallenge läuft immer noch so wie davor. Also ich mache eine Social Media Detox. Bin jetzt bei Tag 19. Es ist cool. Ich habe ein bisschen mehr Zeit, Netflix zu gucken. Ich habe mehr Zeit zum Lesen. Ich habe das Gefühl, jetzt gerade, wo ich irgendwie frei habe, weil ich jetzt Semesterferien habe, ist es sehr gut, dass ich nicht Social Media greifbar habe. Weil ich stattdessen einfach andere Dinge tue. Also tagsüber lese ich dann halt einfach. Und das finde ich ehrlich gesagt sehr angenehm. Weil ich das Gefühl habe, wenn man Struktur hat, dann ist es nicht so ein Problem. Aber sobald man keine Struktur mehr hat, dann wird es zum ernsthaften Problem. Und du? Okay, also meine Wochenchallenge war kalt zu duschen und das habe ich jetzt 5-mal gemacht. Und ehrlich gesagt, es war richtig geil. Und ich habe nicht das Gefühl, dass es groß besser geworden ist. Ich habe jedes Mal, wenn ich richtig, so, ich drehe auf kalt und dann zähle ich bis 3 und dann mache ich es an und dann ist es immer so. Und das ist krass, aber es macht richtig schön wach morgens und so vor allem, ich habe diese Woche wieder ein bisschen Alkohol getrunken über die Woche verteilt und man konnte richtig sehen, dass ich morgens so wach bin, weil es geht nicht anders und andere Personen nicht unbedingt. Die waren mehr so, was ist hier los? Das war ein schöner Kontrast. Und ja, meine nächste Wochenchallenge ist so, ich bereite mich ja auf eine Statistikklausur vor und es geht auch um R und Programmieren und so. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich will jeden Tag eine Programmierübung machen. Und meine Plattform, die ich meiner Wahl ist dabei Codecademy. Und das mache ich jetzt einfach jeden Tag. Einen R-Kurs. Genau, so viel zu dem Thema. Meine Monatschallenge ist, mich jeden Tag bei mindestens einer Person zu melden, mit der ich lange keinen Kontakt mehr hatte. Und ich bin ja auch bei Tag 19 und ich habe das bisher in 18 Tagen geschafft. Am Anfang, also die ersten paar Tage, habe ich quasi mehrere Namen aufschreiben können, weil ich glaube, es hat sich einfach gut ergeben. Und jetzt, seit dem 10. habe ich jeden Tag quasi einen Namen oder vielleicht auch mal zwei. Und das ist, glaube ich, ein gutes Pensum, aber es ist richtig geil. So, es sind Leute, die ich vor ein paar Monaten das letzte Mal Kontakt hatte. Manche Leute habe ich das letzte Mal vor 2 oder mehr Jahren gesehen und plötzlich habe ich die wieder gesehen, oder zumindest gehört. Und das war schon richtig cool. Also das ist richtig schön. Und mit den Leuten einfach mal effektiv 30 Minuten oder eine Stunde zu reden. Das finde ich sehr schön. Also, das ist, es macht richtig Spaß, diese Monatschallenge. Genau, also es läuft gut. So, jetzt nochmal zum Thema Challenges, wenn wir schon dabei sind. So, wir haben ja mal diese Ein-Tages-Challenge formuliert und leider wurde uns da noch nichts zugeschickt. Deswegen verlängern wir sie jetzt nochmal, bevor wir darüber reden. Ich fände es immer noch richtig cool, wenn ihr euch mal Gedanken macht und aufschreibt. Ah, was mache ich den Tag über? Und das uns dann schickt. Fertig. Ja, ich verlinke euch nochmal die Ein-Tages-Challenge. Ich suche gerade, in welcher Folge das war. Ich glaube, Folge 15 über soziale Medien. Kann das sein? Ich glaube. Shit. Muss es eigentlich gewesen sein. Okay. Es steht dann auf jeden Fall hier unten und bis Ende des Monats, Ende Juli, und dann schauen wir uns das Anfang August mal an. So, also wäre cool, wenn ihr das macht. Okay. Shoutouts, Lucia. Shoutout. Shoutout an Seneca. Ich lese gerade folgendes Buch. Und ich habe heute Morgen Seneca, gelesen mein den. Boy. Die Seneca, my boy. Die Briefe an Serenius oder so heißt der Typ, von der Seelenruhe. Seneca ist auch ein Stoiker und römischer Philosoph gewesen. Ich glaube, ich habe nicht alles verstanden, aber ich habe so das Gefühl, das ist auch kein Buch, das man beim ersten Mal völlig durchdringt. Und darum ist es auch okay. Das werde ich jetzt weiterhin behalten. Es gibt so ein paar Sachen, wo ich so dachte, ah ja, darüber kann ich mal nachdenken. Zum Beispiel, er spricht auch viel über dieses, was
Tim Ferriss ja auch mal. Tim Ferriss, my boy, number two. auch viel anspricht, diese, dass man auch manchmal guckt, was kann man denn reduzieren, damit man nicht mehr so viel verlieren kann. Das ist natürlich jetzt sehr komprimiert, aber naja, auf jeden Fall, es war sehr interessant, das heute Morgen in der Sonne zu lesen. Und du? Okay, mein Shoutout der Woche geht an Corey Barlog. Das ist der Director oder der Art Director gewesen von dem God of War Spiel von 2018 und ich folge ihm auf Twitter. Und wenn man so ein bisschen Ahnung hat von Spielen und so und ich sage jetzt mal schon seit ein paar Jahren dabei ist, dann ist er ziemlich unterhaltsam und ich finde ihn einfach spannend. Also er hat sehr intensive Interviews auch gegeben, wie persönlich für ihn die Entwicklung war von dem Spiel oder jetzt auch gerade die Entwicklung von dem nächsten Spiel. Und ich finde es einfach sehr faszinierend, so. Er ist, glaube ich, sehr anders als ich, aber das entwertet das, was er sagt, überhaupt nicht, sondern ich finde das eher immer wieder inspirierend, eben Input von ihm zu hören. Und deswegen finde ich es sehr schön. Also Corey Barlog ist sein Name und es ist ein interessanter Typ. So, genau. Damit sind wir fertig für heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wie gesagt, schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwas anzumerken habt, egal ob gut oder schlecht. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal bei Goals to Gossip. Okay, tschüss. Scheiße, schon wieder. Tschüss.